Sie sind ja eine Künstlerin, die mit ihrer Malerei den Blick auf die Realität etwas verzerrt, etwas verstellt, hinterfragt. Hinterfragen Sie auch die aktuelle Situation? Wie gehen Sie mit dem Lockdown? Wie gehen Sie mit der Pandemie um? Ja, im Moment, gerade jetzt, wo es schon so lange andauert, fühle ich schon auch etwas Druck, also ich sage mal etwas depressive Last, die sich da breit machen will. Ich will mich natürlich dagegen sperren, aber so diese Abkoppelung von den Menschen rundherum und die Abkoppelung von den Gesprächen auch und so eine Abkoppelung von Spontanität. Die Zeit ist jetzt eben schon so lang, dass es wirklich zu einer Verstimmung und vielleicht sogar auch zu einer Wut führt. Also wieso soll die Kunst nicht systemrelevant sein? Wieso koppelt man uns ab? Weil man uns nicht zum Leben braucht. Ja, das glaube Wir, ich wenn nicht. wir, wenn wir 10 Tage kein Wasser haben und 10 Tage nichts zu essen haben, dann sterben wir. Wenn wir 10 Tage kein Kunstwerk sehen, sterben wir nicht. Aber wenn wir 10 Tage keine Musik hören und keinen Menschen berühren und keinen Menschen sehen, dann geht es uns wirklich schlecht und immer schlechter und schlechter. Und das finde ich, die Kunst gehört zum Leben dazu, die gehört zu einer Gesellschaft dazu. Es hat noch nie eine Gesellschaft gegeben ohne Kunst. Das ist ein Ausdruckswille und ein Ausdrucksbedürfnis von menschlichen Zuständen. Und das kann man nicht einfach jetzt weglassen. Ich finde das schon ziemlich von oben herab und auch einfach falsch, muss ich sagen. Und das Problem ist jetzt ja auch an der Akademie. Wir mussten ja jetzt auch die Akademie schließen. Und die jungen Leute, die man dann einfach vor der Tür lässt, sozusagen, die haben ja jetzt noch nicht große Ateliers, die haben ein kleines Zimmer, gerade in München, wo die können sie sich nicht so ein Atelier leisten. Und dann lässt man die jetzt zu Hause. Die dürfen nicht rein zum Arbeiten. Ich habe dann immer gesagt, ich habe vernünftige Leute, die kommen wirklich nur zum Arbeiten. Aber dann ist halt die Angst, da könnte was ausbrechen von Virus. Aber ich fand das nicht nachvollziehbar. Ich meine, ich bin ja von vielen infiziert, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinn, aber nur wenig machen mich krank. Also, ich bin ja wirklich von vielem infiziert, aber es macht einen dann nicht immer gleich alles krank. Und diese Infizierung, ich meine jetzt im übertragenen Sinn, ist ja auch wichtig, dass man weitermacht oder sich gegen was sperrt und das zum Ausdruck bringen will. Das ist doch das ist eine wichtige Sache. Gibt es denn in Ihrem aktuellen Leben noch andere Themen als Corona? Ja, also nicht mehr so viel, muss ich ehrlich sagen. Es dreht sich sehr viel immer in den Gesprächen darum und Nachrichten, Zeitungen, es ist immer dieses Corona-Thema und dann frage ich, ich möchte mich dagegen sperren, ich möchte mich innerlich irgendwie meinen Ausdruckswillen behalten und ins Atelier gehen und auch was schaffen. Und da muss ich sagen, da hat mich jetzt zum Beispiel dieses Ausstellungsprojekt mit der Diversity hat mich schon auch am Leben erhalten, dass ich das einfach dann auch Sie als meinen Motivation. die Ausstellung Diversity United, die wir in Berlin eröffnen am 3. Mai Genau. auf Tempelhof? Genau, und da habe ich ja neue Arbeit dafür geschaffen und das hat mich auch echt dann motiviert und hat mich am Leben gehalten. Das ist ja auch für mich als Künstlerin essentiell wichtig, die Arbeit tun zu können, da dran zu bleiben und in meinen eigenen Kosmos, sage ich jetzt mal, einzutauchen. Das gelingt natürlich nicht jeden Tag und nicht jede Stunde, aber wenn es dann lange nicht da ist, dann da fehlt das Brot zum Ja. Leben. Gehen Sie jeden Tag ins Atelier? Also so ganz jeden Tag. Es gibt ja viel Verwaltungsarbeit, die auch gemacht werden muss und die Dinge ordnen und säubern und aber ich versuche es. Das gelingt natürlich nicht jeden Tag. Aber wenn ich mir was hoffe, dann ist es vielleicht, also dass man noch stärker bewusst wird, wie wichtig diese körperliche, physische Präsenz ist. Also in der Begegnung mit der Kunst und auch in der Begegnung natürlich mit Menschen, aber dass man dieses körperliche, die Begegnung vis-à-vis und drumherum, dass wir darauf als Menschen gar nicht verzichten können.
dass es sowas essentiell Wichtiges ist und dass man vielleicht diese menschlichen Begegnungen und die Begegnungen mit der Kunst, dass man dieses Gut, dies mehr schätzt oder wertschätzt, noch mehr als, also ich meine, vielen Leuten ist das bewusst, dass die Kunst essentiell wichtig zum Leben dazugehört. Und die Sorge wäre natürlich genau das Gegenteil, dass wir uns entwöhnen, weil es jetzt... Haben Sie diese Sorge? Ein bisschen habe ich diese Sorge. Wir verlegen vieles ins Netz. Zum Beispiel die Prüfungen habe ich jetzt an der Akademie in München in Präsenz gehalten. Und ich bin auch dahin gereist, weil ich das ganz wichtig finde. Aber man diskutiert jetzt auch, Prüfungen ins Netz zu verlegen, digital. Und ich denke schon, dass wir da etwas in Bewegung setzen, was Folgewirkungen haben könnte. Wird die Digitalisierung die Präsenz des Originals reduzieren, ja sogar ablösen? Also ich hoffe genau das Gegenteil, dass man merkt, wie wichtig die reelle Begegnung ist, dass man genau das Gegenteil wertschätzt, vielleicht auch genug hat von diesen ganzen digitalen Plattformen. Das ist ja auch anstrengend, wenn man da vor dem Screen sitzt, die Augen tun einem weh, die Konzentration geht langsam flöten. Aber das kann doch niemals eine wirkliche Begegnung, oder sagen wir ein Theaterstück, wo man wirklich auch den Schauspieler dann sieht und in der Nähe spürt, das kann doch das nicht ersetzen. Also das wäre meine Hoffnung, dass man diese Qualität mehr oder noch mehr wertschätzt und die Sorge gegenüber, hoffentlich entwöhnen wir uns da nicht. Was sind für Sie persönlich die Lehren aus den Erfahrungen in den letzten 12 Monaten? Die Lehre, nicht aufhören, weitermachen. Es ist wichtig, das Ganze zu überleben und die Kunst hochzuhalten, zu schätzen, mit anderen Leuten dann drüber zu reden und dabei zu bleiben und vielleicht auch eine Sozietät zu gründen. Also was ich mit meinen Studenten, dass man sich gegenseitig abholt und unterstützt, dass es so wichtig ist, diese Kontakte und die Verbindung untereinander zu halten, dass das so wichtig ist, viel wichtiger, als es mir vielleicht vorher bekannt, also bewusst war. Aber grundsätzlich ist es natürlich eher eine Enttäuschung oder eine Verunsicherung, eine grundsätzliche Verunsicherung. Und ich hoffe, dass mir die Kunst dann wieder hilft, Boden zu finden. Was würden Sie der Bundeskanzlerin sagen, mir klarzumachen, dass wir und das, was Sie tun, systemrelevant ist? Ich würde nach dem Bild fragen, was sie sieht, nach dem Gedicht, was sie gelesen hat und nach der Musik, die sie hört. Und dann würde ich fragen, ob sie darauf verzichten möchte. Also ich glaube nicht, dass jemand dann Ja sagen könnte. Kein Gedicht mehr hören, keine Musik hören, kein Bild sehen, also wirklich... Ich glaube, da sagt keiner, ja.